Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von Phil Filler. Dieses Review wird präsentiert von Bridges Tintenkiste. Ja, vielen Dank an George, dass er mir 80 neue Abonnenten besorgt hat. Also echt vielen, vielen Dank, dass du ein bisschen Werbung für mich gemacht hast. Deswegen wird das Review heute von dir präsentiert. Und zwar soll es heute gehen um den Rohre und Klingner Reiniger. Der ist speziell für Füller, also das heißt für Innenraum vom Füller, also hier vom, wo er sich vollsaugen kann, und für die Federn, die kann man da ganz wunderbar mit spülen. Den gibt es hier im Gebinde mit 45 Milliliter in einer Glasflasche mit einem Kunststoffdeckel drauf, und bei jedem Reiniger von Rohrer und Klingner ist hier ein Erker Rapid drin. Das ist so ein Ding hier. Also der ist immer hier schon mit drin. Das Ganze würde so funktionieren, also die hier habe ich für meine Tintengläser von Rohrer und Klingner gekauft. Man steckt den oben rein, also dass hier reingedrückt wird. Dann kann man dann, wenn man die Kappe wieder zuschraubt, kann man den drehen. Dann füllt sich hier dieses Reservoir. Dann sind wir hier. Dann kann man wieder abschrauben. Und der Reiniger oder die Tinte befindet sich dann hier in dem Reservoir. Und ich muss jetzt nicht mit dem Füller komplett hier unten rein und das Ganze dann raussaugen. Also das brauche ich nicht, weil alles sich hier unbefindet, das macht, sauge ich mir auch einfach den Füller nicht ein. Ja, der Rohrer und Klingner Reiniger riecht ein bisschen nach Verdünnung, aber laut Hersteller ist der schonend für die ganzen Füller und die ganzen, ja, alles, überall, wo der dran kommt, der Reiniger im Füller, also der macht alles sauber und ist schon. Das Ganze funktioniert so, ich sauge jetzt quasi die Flüssigkeit, den Reiniger in den Füller rein, lasse die dann 5 Minuten einwirken. Dann spritze ich die wieder raus und spüle dann mit Wasser nach, sodass ich ihn innen drin mit Wasser nochmal neutral reinige. Und dann ist er eigentlich schon wieder einsatzbereit. Hier in dem Füller drin ist Nudlers Navajo. Nudlers Navajo, wenn das drin ist, das dauert ewig, bis das ausgespült ist. Deswegen spüle ich hier mit Reiniger. Das geht ein bisschen schneller und ich kann auch einfach mal euch zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Reiniger. Lasst uns einfach mal beginnen. Jetzt habe ich schon viel reingeholt. Jetzt hole ich mir einen Nachschub. So. Jetzt sitzt der Reiniger drin. Oh. Das Stückchen. So, den ganzen Spaß lasse ich jetzt 5 Minuten einwirken und dann geht es gleich weiter. Ah ja. Weiß noch nicht, ob ich jetzt die Spezifikation weglasse von allem. Das war jetzt auch in den Kommentaren drin. Vielleicht könnt ihr hier drunter kommentieren, ob ihr die Spezifikation von allen Sachen drin haben wollt oder ob ich die Spezifikation einfach rauslassen soll, ob ich die Spezifikation noch vorlesen soll oder ob ich sie bloß anzeigen lassen soll. Schreibt einfach mal in den Kommentaren, was ihr gerne hättet. Ich mache jetzt einfach mal weiter mit den Spezifikationen. Der Reiniger kommt in einem sehr schönen Glasflakon, wiegt 124 Gramm, hat einen Durchmesser von 43 mm und eine Höhe von 79 mm. So, jetzt sind 5 Minuten rum. Wichtig ist, dass man den auch mal ein bisschen dreht, dass hier überall der Reiniger an jede Kante rankommt und dann auch mal ein bisschen hier rumdreht, dass hier hinten der Stempel vom Stempel, der hier hinten drin ist, dass der auch mal hier ein bisschen benetzt wird, weil es kann ja sonst sein, wenn er so ist, dass dann hier hinten eine, wenn er nach vorne kippt, dass hier hinten eine Luftblase entsteht, und dann hat natürlich der Stempel, der jetzt hier alles rausdrückt, der hat dann natürlich keinen Reiniger gesehen, deswegen drehe ich den auch gerne mal so, und dann ist hier oben die Luftblase, ja, und dann wird alles mal benetzt. Wenn wir jetzt fertig sind, dann spülen wir den Reiniger mal aus. Wie wir sehen, kommt da eine schöne blaue Brühe raus. Jetzt müssen wir ihn spülen. Man muss übrigens den Füller so lange spülen, bis er quasi jetzt hier keine blaue Farbe mehr hat, sondern klar ist. Ich habe da was vorbereitet. Wie ihr sehen könnt, kommt da
keine blaue Farbe mehr raus. Oder so gut wie keine. So, nehmen wir ein neues Tempo. Tempo ist eigentlich jetzt keine Werbung für Tempo, aber Tempos finde ich persönlich geil. A, sind die jetzt hier sehr schön weich, und wenn man die mal in der Hosentasche hat und man wischt die mit, die lösen sich nicht auf. Also alle anderen lösen sich extrem auf, und dann kann ich dann die ganze Trommel wieder sauber machen von der Waschmaschine. Aber hier, die sind ein bisschen geil. Ja, jetzt streiche ich mal hier die Feder ein bisschen ab, damit sie sauber wird. Ja, können wir noch ein bisschen ausdrucken. Und ich würde sagen, dass der Füller gespült ist, und wir, also ich lasse ihn jetzt noch ein bisschen trocknen, und dann geht er ab und wird mit einer neuen Farbe befüllt. Ja, was noch wichtig ist bei dem Reiniger von Rohre und Klinge, ich habe hier ein Caveco Perkeo. Hier habe ich die Sketch Ink drinne von Rohre und Klinge. Die ist wasserfest, und man muss sagen, also ich kriege hier mit dem Reiniger, kriege ich alle Metallteile. Wenn es getrocknet ist, kriege ich hier noch blank mit dem Reiniger. Aber wenn es hier auf den Kunststoff kommt, dann sieht man, hier ist noch der Kunststoff blau. Das heißt, wenn er einmal hier auf dem Kunststoff, also die Sketch Ink hier, auf dem Füller eingetrocknet ist, dann kriege ich auch mit dem Reiniger, kriege ich dann die ganzen Kunststoffteile nicht mehr sauber. Also bei Sketch Ink sollte man aufpassen. Deswegen habe ich mir den Perkeo gekauft, der 12 Euro oder so kostet. Das ist nicht schlimm. Wenn er irgendwie eine Fritten ist, den werde ich auch nochmal vorstellen. Ja, ich hoffe, euch hat das Review gefallen. Also ich finde den für knapp 6 Euro, was er gekostet hat, finde ich den Reiniger echt gut. Also kann ich nur weiterempfehlen. 5 Minuten drinnen lassen, spülen, und das war's schon. Und wenn nichts rausgegangen ist, also wenn nicht alles leer ist, dann kann man den nochmal 5 Minuten spülen damit. Wie gesagt, funktioniert ganz wunderbar. Falls ihr hier nochmal wissen wollt, wie das hier mit dem RK Rapid funktioniert, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde dann nochmal ein Video zu dem RK Rapid machen. Ja, ich hoffe, es war nützlich für euch. Ihr könnt was mit anfangen. Ich bedanke mich nochmal beim George, für dass er mich so ein bisschen beworben hat. Ja, und ich hoffe, ihr habt jetzt einen schönen Abend. Macht's gut!